Hallo zusammen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit dazu genommen habt, mit mir ein klein wenig über euer tolles, interessantes, neues Projekt zu sprechen von der Chess Sports Association. Wir haben den Harald, die Annette, den Michael und die Laura. Ja, ich möchte jetzt einfach mal in den Raum reinwerfen. Was ist die Chess Sports Association? Warum gibt es euch? Was ist eure Motivation? Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Wer möchte beginnen? Na, dann starte doch gleich einfach einmal ich, oder? Ausgezeichnet. Also, es war so, wir hatten 2020 vor, die Schachtennis-Weltmeisterschaft nach Wien zu holen. Das war ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Wolfgang Moser geplant haben. Wolfgang Moser ist Leiter der Südstadt. Das ist das wichtigste Bundessportleistungszentrum in Österreich. Und das ist aufgrund von Corona gescheitert. Und ja, vor einigen Wochen habe ich mich mit dem Wolfgang getroffen und da ist uns dieses Projekt wieder untergekommen und dann haben wir gesagt, ja, warum nur Schachtennis? Machen wir doch gleich mehr daraus. Und dann war ich eigentlich regelmäßig auch im Austausch mit der Laura, mit der Lilly, mit der Magdalena, mit vielen tollen Frauen. Und interessanterweise, ich habe ein paar Türen angeklopft, die waren allerdings schon offen und die Leute sind mit Begeisterung auf dieses Projekt aufgesprungen. Und wir waren ein kleiner, spannender Kern, bis es dann so 12 Tage, 2 Wochen später eigentlich so zu einer Art Urknall gekommen ist und ich bei einer Konferenz in Niedersachsen teilgenommen habe. Und ja, einer der ersten Sätze, die dort gefallen sind vom Leiter, war, es wäre doch eine ganz interessante Sache, Schach mit anderen Sportarten zu verbinden. Ich bin fast vom Sessel runtergekippt. Ich wollte mich dort eigentlich nicht outen in dieser Sache, sondern nur mal ein paar Kontakte knüpfen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist aber peinlich, wenn ich dann 2 Wochen später mit der Idee komme. Also sage ich doch, dass ich an dem Projekt eigentlich schon kräftig rühre. Und einen Tag später hat mich der Michael angerufen und das wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, an den Michael zu übergeben. Ja, also bis hier ist die Geschichte wirklich lückenlos richtig. Harald hat seine Sicht der Dinge, das, was er bereits gemacht hat, angedeutet. Das war genug. Ich war dann schon ziemlich neugierig und dachte mir, schick mir mal deine Handynummer. Das habe ich noch per Messenger gemacht. Ich glaube, da hatte ich deine Telefonkontaktdaten noch nicht. Und dann haben wir telefoniert, haben ausgetauscht und haben festgestellt, wir denken da sehr in eine ähnliche Richtung. Wir wollen da was zusammen machen. Und seitdem, du hast das im Vorgespräch ein bisschen rausgehört, hat, telefonieren Harald und ich unfassbar regelmäßig, ne, zum Leidwesen unserer Begleitung etc. und denken weiter und weiter. Und ich würde dann Harald wieder den Ball zurückspielen, wenn er sagt, was wir dann als nächstes gemacht haben. Weil Ende Mai war die Konferenz, seit Anfang Juni telefonieren wir regelmäßig. Aber dann gibt es ja diverse Konferenzen, die wir dann auch schnell eingeladen haben. Die hat Harald eingeladen oder vielleicht erzählt es auch Annette, die war nämlich auch dabei. Was sie da erlebt hat, das sucht ihr euch jetzt aus. Ich gebe einfach mal zurück an Harald. Ja, ich würde dann fast an die Laura weitergeben, weil die Laura Hallo. war eigentlich die erste, die im Projekt dabei war, als mit Tennis. Wolfgang Moser. Genau, wir spielen das wie Tennis oder wie Ping-Pong hin und her. Denn die Laura war neben dem Wolfgang Moser die erste, die mit mir an Bord war. Und ja, sie hat mir auch in einer Zeit geholfen, wo ich ein bisschen moralische Unterstützung gebraucht habe. Und aus dieser Zeit bin ich nicht nur, aber unter anderem auch durch ihre Unterstützung gestärkt und neu motiviert und frisch motiviert herausgekommen. Deshalb würde ich mal Laura dir den Ball zuspielen. Die Laura macht übrigens fantastische Mädchen- und Frauenschacharbeit in Bayern und sie hat einige hervorragende Vorträge in Bayern und in Österreich unter anderem auch gehalten. Ich durfte den Harald letztes Jahr in der Vorbereitung für den Mädchen- und Frauenschachkongress kennenlernen, in der er mich unterstützt hat, einen Vortrag vorzubereiten. Und seither sind wir im regen Austausch. Und ich schicke ihm zum Beispiel Ideen für meine Mädchenschach-Instagram-Seite. Da gibt es zum Beispiel auch diese Rubrik "Ich spiele Schach und", in der wir Mädchen animieren wollen, andere Sportarten, die sie auch mit Leidenschaft betreiben, entweder in Kombination mit Schach oder einfach so noch vorzustellen, um einfach Spaß am Sport, Spaß am Schach auch zu zeigen und so ein bisschen zu zelebrieren. Und da bin ich ja dem Harald dankbar, dass er mir immer wieder, wie gerade, auch die Bälle hin und her schießt sozusagen, dass wir uns austauschen können, dass wir immer gemeinsam neue Ideen entwickeln können. Das macht Spaß. Und als Letzte im Bunde ist noch Annette. Wie kamst du zu der Gruppe dazu?
Ja, das war eigentlich eine ziemlich spontane Sache. Ich bin ja auf Facebook vernetzt mit unserem Verein Chessmates Zugerland aus der Schweiz. Und ja, da kamen plötzlich Likes und Kommentare von dem Harald und ich habe ihn natürlich gekannt. Das war für mich einfach eine Persönlichkeit und habe mir gedacht, weil ich sowieso mich ein bisschen, ja, da in dem Sinn weiterbilden wollte, ich wollte eigentlich mal was Neues wieder in Angriff nehmen, habe ich mir gedacht, ja, jetzt kontaktiere ich ihn einfach mal ganz frech und frage mal, ob wir uns treffen wollen für einen Austausch. Das haben wir dann gemacht. War wirklich ganz spannend. Und kurz darauf kam Harald wieder auf mich zu und schon bin ich in der ersten Zoom-Gruppen-Meeting drinnen gewesen. Eigentlich, ja, total gespannt auf ganz neue Sachen und plötzlich kam da die Frage, ob ich nicht allenfalls im Präsidium mitwirken möchte. Da war ich total überrumpelt, Harald, du kannst dich erinnern, ich war eher sprachlos und habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich jetzt hier da auch die Schweiz mitvertreten darf und freue mich riesig auf tolle Projekte. Ich komme selber aus dem Eventbereich. Als mir Harald auch ein bisschen erzählt hat, eben da diese großen Schach-Sport-Events, habe ich mich natürlich gefreut, dass ich da meine Berufserfahrung, meine Leidenschaft im Eventbereich allenfalls mit einbringen darf. Mhm, wunderbar. Also ihr seid jetzt Deutschland, Österreich, die Schweiz und habt die Chess Sports Association, sagen wir mal, begründet als ein Verband. Seid ihr denn jetzt dann eine Konkurrenz zu bestehenden Verbänden oder eine Art Mitbewerber? Harald, du zuerst und ich ergänzend. Ja, also wir sind als Verein gegründet. Wir haben eigentlich innerhalb von kurzer Zeit sehr intensive Arbeit geleistet. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass jeder, der im Projekt dabei ist, sich hier sehr intensiv einbringt. Das heißt, wir haben die Statuten gemacht, wir haben eingereicht, dass wir als Verein gegründet werden. Das ist in kürzester Zeit gegangen. Wir haben Logo entworfen und dergleichen. Und keinesfalls sehen wir uns als Konkurrenz zu bestehenden Verbänden, eher als Unterstützung. Aber Michael, ich glaube, du kannst hier gut ergänzen. Ja, also tatsächlich Unterstützung ergänzen, das sind die Stichworte, die ich auch kommuniziere, wenn ich mit Vertretern in Schachdeutschland rede. Wir sind eine Organisation, wir haben auch den Begriff wohlweislich so gewählt, die eben einen bestimmten Bereich abarbeitet, die sich hier als Unterstützung der bestehenden Strukturen sieht. Was wir nicht machen werden, ist eine Gegenveranstaltung gegen den Deutschen Schachbund oder gegen den Österreichischen Schachbund, sondern wir möchten mit denen zusammenarbeiten oder mit Unterorganisationen in einzelnen Bundesländern, in einzelnen Regionen, um gemeinsam eben das Ziel, dass es dem Schachsport besser geht, voranzutreiben. Vielleicht noch ein Rückblick zu dem vorhin, also was mich in dieser gesamten Arbeit bisher wirklich begeistert, also neben den ganzen Inhalten, ist das unfassbare Tempo, in dem wir unterwegs sind. Wenn ich mir vorstelle, dass wir es in 6 Wochen geschafft haben, eine Satzung zu erstellen, ein Präsidium zu wählen, einen Vorstand zu wählen, Geld einzunehmen, erste Ideen zu entwickeln, dann hat das schon echt Speed. Wir sind jetzt so in der Phase der Öffentlichkeitsarbeit, also ich finde das gerade für mich persönlich im Moment sehr beeindruckend. Und als jemand, der ein bisschen Kummer und Leid gewöhnt ist mit urlangen Kongressen in bestimmten Bereichen, ich erlebe dann auch noch richtig nette Sitzungen, Zoom, ne, in denen man auch als Urlauber wirklich problemlos dabei sein kann. Also das so mal als erster Einstieg, unfassbares Tempo und macht auch noch richtig Spaß. Schön. Also die Motivation ist klar, das ist gegeben und die richtigen Leute scheint ihr anscheinend dann auch gefunden zu haben, um dieses Projekt dann zu unterstützen und da mitzumachen und sag ich mal, etwas Gutes zu tun. Wenn wir von Gutem sprechen, ihr habt natürlich auch mittel- und langfristige Ziele. Kann man da kurz einmal darauf eingehen, was diese sind? Also, ich glaube, wir wollen uns hier nicht mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Ich habe 2016 meinen Verein zum Sportverein des Jahres in Österreich geführt, also einen Schachverein vor Fußballvereinen, vor Handballvereinen und der Kleinigkeiten. Wir haben schon Großes geplant und wir haben hier dieses fantastische Team mit einer großen Anzahl von sehr kompetenten Leuten und wir wollen sicher zu einem der strukturiertesten, der kreativsten und der konstruktiv arbeitendsten Vereine international werden. Ausgezeichnet. Jetzt einmal kurz an Annette und an Laura auch die Frage gerichtet. Ihr, eure Aufgabe in dem Sinne ist, ihr macht alle zusammen etwas. Aber ihr kümmert euch dann wahrscheinlich auch vornehmlich um Frauenschach und oder wie ihr Spielerinnen zum Schachspiel auch noch bekommt. Ist das richtig oder liege ich da falsch in der Annahme?
Und wie geht ihr das ungefähr an, wenn du mal beginnen möchtest, Laura? Ja, ja, Annette und ich sind zum Beispiel in der Mädchen- und Frauenschachgruppe der CSA gemeinsam und haben da schon uns getroffen und einen Berg an Ideen verarbeitet und gesammelt. Einige Aktionen stehen dieses Jahr sogar noch an. Wir möchten unter anderem Mädchenschachtage auf die Beine stellen, in denen Mädchen in Schach einschnuppern können. Wir möchten gerne, das war Annettes Idee, einen Austausch für Schachtrainerinnen schaffen als erste Online-Veranstaltung. Da geht es auch wieder um Vernetzen, um Verknüpfen, um gegenseitig füreinander Dasein, um mehr für den Schachsport bzw. für den Mädchenschach und Frauenschach zu erreichen. Annette? Ja, Annette, ergänzt doch gerne noch was. Wir durften ja am Anfang alle, das habe ich wirklich ganz toll gefunden, in unserem ersten Zoom-Meeting, und eigentlich jeder so mal ein bisschen sagen, wo er gerne mitwirken möchte. Das habe ich wirklich ganz toll gefunden. Ich habe mich dann eben gemeldet, dass ich mit Laura sehr gerne zusammen auch eben in dieser Mädchen-Frauenschachgruppe arbeite. Ich selbst als Eventmanager habe natürlich gesagt, ich würde mich wahnsinnig gerne um diese größeren Schachsport-Events mit kümmern. Da haben wir ja auch, der Harald hat es ja gleich vorher am Anfang gesagt, nächstes Jahr im Sommer eben diese Schachtennis-WM, die wir gerne in Wien ausrichten möchten. Wir haben auch schon eine Beton, also wie Boule-Schachprojekt hier in der Schweiz, das wir gerne im Mai, Juni starten wollen. Wenn ich jetzt richtig gehört habe, werden wir auch im September 22, Harald, ist das richtig, im Mittelalter-Ritterfest in Eggenburg. Genau, in Eggenburg gibt es jedes Jahr ein großes Mittelalterfest mit 20.000 bis 30.000 Leuten, die dort vorbeischauen. Schach ist bis jetzt immer schon vertreten gewesen und das werden wir deutlich größer noch aufbauen und vielleicht mit Bogenschießen verknüpfen. Das bietet sich eigentlich sehr gut an und ich denke, das wird sehr viel Publicity bekommen. Schön. Also eine Menge Ideenreichtum und all sowas. Wenn ich mal fragen darf, wie finanziert sich denn so ein Projekt und was bekommt ihr eigentlich davon finanziell mit? Michael, magst du mal darauf eingehen? Ich antworte mal mit der leichtesten Frage. Du hast hier eine Ansammlung von Enthusiasten vor dir sitzen, also auch ne, diejenigen, die jetzt nicht hier auf dem Bildschirm erkennbar sind. Wir nehmen nichts mit. Also wir machen das tatsächlich aus Überzeugung. Wir sind ehrenamtlich unterwegs. Wir setzen auch viel Freizeit ein, um die Dinge jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahre, also ich glaube, das kann man auch nüchtern formulieren, Jahre geplant, eben nach vorne zu bringen. Wir versuchen aber auf der anderen Seite Menschen davon zu überzeugen, dieses Projekt zu unterstützen. Also wir sind fundraising-technisch unterwegs. Wir sammeln Geld von der Seite ein. Wir nehmen auch gerne Spenden an. Wir suchen Partner. Wir werden auch in bestimmten Bereichen Angebote verbreiten, die kleine Eigenanteile im Selbstkostenbereich für die Absolventen unserer Angebote nach sich ziehen. Und so basteln wir das nach und nach zusammen. Und das wird funktionieren. Also wir sind bereits jetzt, ich glaube, das kann man, wir haben es auf der Facebook-Seite auch geschrieben, ne, so aufgestellt, dass die ersten Geldeingänge da sind, weil es Menschen gibt, die uns spannend finden. Das heißt, wenn man jetzt das gerade jetzt mithört und sich sagt, ey, wow, das ist eine tolle Geschichte, wie kann man Mitglied werden? Und was für Kosten entstehen eigentlich dazu, ein Mitglied zu bekommen? Ja, also wir haben auch schon einige spontane Anfragen in den letzten Tagen aufgrund unserer Postings bekommen. Ein starker Fidemeister, junger, angehender Arzt hat sich gemeldet und ist spontan mit uns im Team. Jetzt habe ich gerade 2 Minuten vorher gelesen, aus Deutschland haben sich zwei C-Trainer gemeldet, die uns sehr gerne unterstützen möchten. Also Mitgliedsbeitrag ist zu zahlen in Form von Arbeit. Das heißt, man sucht sich ein Projekt aus, in dem man sich gerne engagiert und beteiligt sich daran. Wenn man allerdings förderndes und zahlendes Mitglied werden möchte, man kann natürlich auch gerne einen finanziellen Beitrag leisten, aber davon gehen wir nicht aus. Also wir sind eine Gruppe von Leuten, die mit unglaublichem Spaß zusammenarbeiten. Und ich muss gestehen, ich wache wirklich jeden Tag voll Begeisterung auf, denke an dieses fantastische Team und freue mich, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ja, was vielleicht noch ergänzend zu Michael, also es gibt auch schon durchaus Sponsoren, die dieses Potenzial erkannt haben, vor allem diesen länderübergreifenden Faktor und diesen sportübergreifenden Faktor. Und mit dem Tourismuswerbeverband Osttirols haben wir bereits unseren ersten sehr interessanten Sponsor, der uns, ich denke, wie der Michael gesagt hat, über Jahre unterstützen wird und diese Zusammenarbeit mit dem Werbeverband Osttirol, aber auch natürlich mit anderen Regionen sehr gerne, werden wir ausbauen. Ausgezeichnet.
wir gucken auch ein bisschen, ne, wenn denn jemand mitmachen möchte, ob das passt. Also so diesen ganz leicht elitären, aber notwendigen Ansatz, ne, möchten wir beibehalten, weil wir sind eben nicht Open Space in Reinkultur. Also wir sehen uns zwar als erreichbar an, aber wir möchten schon, dass die Dinge in sich funktionieren, damit das, was Harald eben auch gerade nochmal dargelegt hat, nämlich der Spaß an der Arbeit bestehen bleibt. Das muss sowohl eben auf der zwischenmenschlichen Ebene passen, aber eben auch ein bisschen von dem, was kann ich mit einbringen, damit die Organisation auch was davon hat. Ja, ich denke, das vielleicht noch ergänzen, Michael. Das heißt, wenn jemand interessiert ist oder wenn jemand auf Empfehlung kommt oder wenn wir daran interessiert sind, jemanden aufzunehmen, dann macht das Präsidium einen Vorschlag. Das Präsidium tritt dann an den Vorstand heran und der Vorstand entscheidet dann, ob wir jemanden aufnehmen. Ah, cool, okay. Dann ist das auch schon mal abgesegnet. Ja, ich denke aber auch, da wird sich natürlich schnell die Mitglieder werden sich ja schnell dann zu euch finden, die genau diesen gleichen Enthusiasmus und auch diese Motivation haben, die ihr ja von vornherein schon mitbringt und auch diesen Arbeitswillen dann. Kommen wir noch mal kurz zurück zum, du hast angefangen und hast gesagt, es entstand alles mit dem Tennisschach oder Schachtennis. Ist es Schachtennis oder Tennisschach? Schachtennis, ne? Genau. Schachtennis, ja. Und ihr hattet mit Nico Moser, den Vize-Weltmeister des Schachtennis, gleich im Team mitbekommen. Wie hat das denn funktioniert? Ich meine, wie kam das überhaupt zustande? Das ist ja eine schöne Zusammenarbeit dann. Also in der Tat ist der Nico, als er Mitglied geworden ist, noch nicht Vize-Weltmeister geworden, sondern er ist erst vor einigen Tagen und er war schon bei uns im Team Vize-Weltmeister geworden. Das passt natürlich jetzt ziemlich perfekt. Naja, der Nico Moser war ein hochtalentierter Schachspieler, als er ein Kind war. Ich habe ihm einige Jahre eigentlich im Wiener Jugendkader trainiert. Gleichzeitig war er aber auch ein herausragender Tennisspieler und hat sich dann für die Tennisrichtung entschieden. Er hat jetzt ein Vollstipendium in der USA für ein Jahr Tennis bekommen, ist jetzt aus der USA zurück und wird demnächst seinen Militärdienst antreten und hat Zeit und Lust, mit uns etwas gemeinsam zu machen. Und wir sind über all diese Jahre eigentlich immer in loser, aber sehr guter Verbindung geblieben. Und jetzt haben wir Lust, gemeinsam viel voranzubringen in diesem Projekt. Schön. Ja, und wie gesagt, also der Nico hat 6 Partien beim Tennis gewonnen und beim Schach hat er es überraschend für sich geschafft, gegen einige 2000er zu bestehen. Und so ist der Vize-Weltmeistertitel zustande gekommen. Übrigens, Maase hat gewonnen, Großmeister, sehr starker Tennisspieler. Und andere hochinteressante Leute wie Kostenjuk, Fresinier und dergleichen sind Stammgäste in normalen Nicht-Corona-Zeiten und werden hoffentlich auch 2022 mit an Bord sein. Sauber. Ja, also ja, das geht ja alles wirklich rasant und schnell mit euch, auch mit den ganzen Plänen und allem zusammen. Es gibt einen Tweet, über den man gestolpert ist. Ihr winkt mit dem Ferrari-Schlüssel, habt aber noch kein Auto. Kann man dazu einmal bitte Stellung nehmen? Das brennt uns allen, aber ich lasse Harald den Vortritt. Jeder würde ihm gerne gut antworten. Also der Michael hat mir davon erzählt und hat gesagt, ja, den Ferrari-Schlüssel, den haben wir schon, hat er freundlich zurückgeschrieben, immerhin etwas, aber ich wundere mich, dass man nicht diesen fantastischen Ferrari sieht, der geschmiert läuft, der wie ein Motor schnurrt, wo jede Schraube ineinander greift. Und was für einen besseren Ferrari kann man haben als dieses wundervolle Team, das an einem Strang zieht und das innerhalb kürzester Zeit, Ferrari gleich schnell, denke ich, diese wunderbare Arbeit bis jetzt geleistet hat und das weiterhin Gas gibt. Und ich denke, wir sind ein paar Runden schon mit diesem Ferrari gefahren. Wir hegen und pflegen unseren Ferrari, indem wir wirklich eine hervorragende Kommunikation zu unseren Mitgliedern halten. Und ich denke, auch der das Posting abgesetzt hat, wird den Ferrari bald kommen hören und kommen sehen. Wir müssen jetzt noch dringend uns mit Ferrari in Verbindung setzen, weil bei der Werbekampagne, ne, erwarte ich eigentlich, dass sie uns sponsern. Da bin ich mir da nicht ganz sicher. Also einer von uns ruft da jetzt einfach mal an. Genau, das ist eigentlich sind die, ja, ich höre das Auto quasi schon um die Ecke fahren. Selbst ohne Schlüssel lässt sich das ja alles bewerkstelligen mittlerweile. Ich wollte noch eine letzte Frage stellen und dann möchte ich euch noch mal kurz dazu bitten, auch noch alle gemeinsam ein klein bisschen auf eure neuesten Projekte und die Veranstaltung, die dann demnächst noch mehr stattfinden, darauf einzugehen. Aber eine Sache möchte ich noch hervorheben, ihr setzt euch auch im paralympischen Bereich ein.
oder ihr habt es auf jeden Fall vor, euch da vermehrt zu engagieren. Wie kam die Idee da auch noch zustande? Mag einer von euch oder soll ich? Hau rein. Okay, dann mach einfach ich. Ja, mit Thomas Luther verbinden mich viele gemeinsame Projekte. Ich bin sehr gut mit Thomas Luther bekannt. Und ja, Thomas und ich haben zusammengefunden, und nachdem Thomas Luther ja nicht nur Großmeister ist, sondern in erster Linie auch sich sehr für den paralympischen Bereich im Schach einsetzt und bei uns an Bord ist, ist das eigentlich eine aufgelegte Sache für uns. Und Thomas ist ja etwas ganz Tolles und ganz Sensationelles für den Schachsport eigentlich gelungen. Bei der normalen Olympiade ist es ja so, dass im Jahr darauf immer die Paralympics ist. Das hat es im Schach bis jetzt nicht gegeben, aber Thomas Luther hat das geschafft. Das heißt, dass die paralympischen Schachspieler im Jahr darauf dann die Reisekosten von der FIDE gezahlt bekommen, die Quartiere von der FIDE gezahlt bekommen, die Betreuer von der FIDE gezahlt bekommen. Und es hat heuer schon eine Online-Schach- bzw. 20 eine Online-Schach-Olympiade im Behindertensport gegeben. Und das war mit 400 Teilnehmern die größte Behindertenveranstaltung 2020 der Welt. Und beruflich komme ich auch aus dem Bereich. Ich habe 15 Jahre im sonderpädagogischen Bereich unterrichtet. Insofern ist mir das auch ein Herzensanliegen. Und wir haben auch schon einen tollen Verein, nämlich Blickkontakt, mit an Bord. Blickkontakt kümmert sich um den Bereich Sehbehinderte und Blinde. Und die arbeiten auch sehr kooperativ und sehr konstruktiv mit uns zusammen. Und ich denke, das ist ein spannender Bereich, wo wir unbedingt in Österreich, ich denke auch in der Schweiz, Annette, ich weiß nicht, wie das bei euch ausschaut, ich glaube, in Deutschland sind die Strukturen besser, mehr tun können und mehr tun wollen. Meine Güte. Ich würde die Strukturen aus Deutschland kurz mit aufnehmen, Arne. Ja, bitte. Ich bin ja im Landessportbund zuständig für alle Fachverbände, und es gibt in Niedersachsen auch den Behindertensportverband Niedersachsen. Der ist A, in dieser Struktur gut ansprechbar, ein verlässlicher Partner. Und auch der Niedersächsische Schachverband arbeitet bereits mit dem BSN zusammen, führt gemeinsam Projekte durch. Und das ist sicher einfach auch ein Eckpunkt, dieses Thema stärker dann in den Fokus unserer Arbeit zu setzen und dabei die Kontakte zu nutzen. Wunderbar. Ja, ich würde noch einmal, also jetzt hat man ja schon wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, was ihr alle macht und wie ihr das alle macht und wie man sogar Mitglied bei euch werden kann oder sogar ein Sponsor und wie man sich in die Projekte einbinden kann. Ihr seid sicherlich da daheim zu Hause auch kreativ und habt vielleicht auch noch eigene Ideen, die man einbinden kann. Ich wollte jetzt aber noch mal jeweils euch einzeln einmal fragen, was sind jetzt eure nächsten Projekte oder Veranstaltungen? Was ist so geplant, vielleicht in diesem oder nächsten Jahr noch, was noch nicht erwähnt wurde? Und ich würde sagen, wir fangen mit Annette an, dann Laura, dann Michael und dann nochmal Harald. Ja? Ja, ich hatte es erwähnt, dass wir im Frühling, Sommer 2021 so ein Beton-Schachturnier planen. Und zwar Beton, die das nicht so kennen, das ist ähnlich wie Boule. Man spielt das mit diesen drei Kugeln, also sechs Kugeln. Und da wäre eigentlich das Ziel, dass wir eine Art Triplett machen. Dazu braucht es ein Team von drei Personen. Die spielen dann eine Art Beton-Turnier. Jeder spielt zwei Kugeln gegen ein anderes Team. Und nachher treten sich die Teams eben auch dann beim Schach gegenüber. Also da sitzen dann schön drei nebeneinander, spielen gegen drei. Wir haben uns dann auch überlegt, dass man da das vielleicht machen kann, dass jeweils eine Dame dabei sein muss oder ein Mädchen dabei sein soll. Und dieser Anlass sollte in Bad Zurzach stattfinden. Das ist grenznah im Norden von der Schweiz. Und ich bin jetzt da bereits in Gesprächen mit dem Präsidenten des Betonvereins. Und wir sollten in zwei Wochen dann hoffentlich ein definitives Go bekommen für diesen Anlass, bei dem wir circa 240 Leute erwarten. Uff, Donnerwetter, okay, sehr schön. Laura, wie sieht es bei dir aus? Aus unserer Mädchen- und Frauenschachgruppe habe ich ja schon berichtet, einige Projekte, die jetzt anstehen. Die Mädchenschachtage zum Beispiel wollen wir zügig sowohl in Deutschland als auch in Österreich als auch in der Schweiz anbieten. Wir möchten gerne für Mädchen ein Schachcamp anbieten, was auch international sein soll, in dem wieder Austausch und Freude am Sport ganz vorne stehen soll. Und unsere Mitglieder in der Gruppe sind dran,
Schachspielerinnen, die anderen Sportarten nachgehen, mit in unser Team zu holen, um dort ihre Projekte vorzustellen. Mhm. Unter anderem, ja, na klar. Ja, sonst würde das Interview noch ein paar Stunden dauern, kann ich mir vorstellen. Michael, wie sieht es bei dir aus? Also erstmal weiter propagieren, dass es uns gibt. Ne? Damit habe ich jetzt seit ein, zwei Wochen ja unter anderem auch selbst angefangen, die Veranstaltung in Deutschland zum Auftakt organisieren, die in Berlin stattfinden wird am 18. Oktober. Dann meiner Facebook-Timeline folgen, in der einfach Vorschläge unterbreitet wurden, mit welchen Sportarten wir denn jetzt zuerst basteln sollten. Da lag Tischtennis ganz weit vorne. Ich habe heute den Verband des Präsidenten des Tischtennisverbandes, das ist ein bisschen doppelt, aber egal, informiert, ne, dass er Partner von uns ist. Er weiß das jetzt und er wird auch entsprechend damit umgehen. Also wir planen das ab nächste Woche. Und dann wird sich immer wieder was ergeben, so ein bisschen immer auch der Gesamtblick auf das gesamte Thema zusammen mit Harald, immer wieder gucken, dass es funktioniert, dass es läuft, dass der Ferrari auch immer schön rot bleibt. Und dann, glaube ich, gehen wir da die nächsten Schritte. Wunderbar. Und zuletzt noch Harald. Ja, also wir haben ja schon einige Akzente jetzt auf Social Media gesetzt. Unsere Homepage ist auch schon fertig, aber wir wollten die Spannung noch ein bisschen hochhalten. Da gehört noch ein Hakel gesetzt, damit sie online geht. Das sollte am Montag passieren, sofern unser Webmaster, der gerade auf einer Alm ist, dort Internetzugang hat. Am 19. August plus minus sollte dann unser hochprofessioneller Trailer online kommen. Am 18.09. haben wir dann unsere Eröffnungsfeier in Live-Präsenz in Wien geplant. Nachdem wir jetzt da doch schon deutlich über 30 Leute sind, müssen wir da auch ganz schön einige Vorarbeit leisten. Ja, ein hochklassiges Sportevent wird es im Winter geben. Wir haben einen Biathlon-Weltmeister mit an Bord, der uns im Biathlon einen Schnupperkurs geben wird. Das werden wir dann mit Schach und mit gutem Essen verbinden. Sprich, unsere Events sollten auch wirklich Eventcharakter haben. Man sollte dort Freunde finden, man sollte dort Spaß haben und von diesen Abenden oder Wochenenden auch wirklich weitererzählen können. Das sind so die nächsten großen Projekte. Und wie der Michael schon gesagt hat, man muss halt schauen, dass die ganzen Sachen weiter am Laufen gehalten werden. Und da leistet zum Beispiel Lilly Hahn als Vizepräsidentin wirklich großartige Arbeit, aber auch die Miriam, die sich hier in den Social-Media-Bereich mit der Magdalena hineinkniet. Und ja, es gibt noch so viele tolle Leute und meine Angst ist, ich werde jetzt nicht alle wahrscheinlich aufziehen können, gell? Wir haben ja immerhin schon mal vier tolle Leute hier zusammenfinden können oder zusammenbringen können, was ja auch sehr schön ist. Man hat wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck davon bekommen, was ihr macht. Und ich denke, das ist wirklich sehr inspirierend und ich wünsche euch allen einen riesen Erfolg damit. Und von dieser Seite vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen und Erzählen. Und alles Gute für euch. Vielen Dank.